Willkommen zurück im Grundlagentutorial Teil 3 zu Europa Universalis 4, liebe Zuschauer. Mit mir, Gaius Julius Caesar. Wir haben uns zuletzt hier Entscheidungen und Richtlinien angeschaut, was es hier für Möglichkeiten gibt. Also ich kann ja hier nochmal kurz ein paar einfach anzeigen und ihr könnt einfach das Video pausieren, sie euch durchlesen. Es sind hin und wieder ein paar sehr interessante Geschichten auch dabei, die historisch interessant sind, und je nachdem bieten sie auch spezielle Boni oder Mali, die zu beachten sind. Wir kommen jetzt aber hier zum nächsten Reiter, der nennt sich Stabilität und Expansion. Da gibt es einige Dinge, die wir uns anschauen können. Hier sieht man regelmäßig die Kriegsmüdigkeit. Logischerweise ist sie derzeit auf einem Wert von 0. Sobald wir in einem Krieg sind, steigt die Kriegsmüdigkeit. Wenn es ein recht erfolgreicher Krieg ist, dann steigt die Kriegsmüdigkeit kaum oder nur ein bisschen. Wenn aber zum Beispiel unsere Heimatprovinzen besetzt sind und unsere Hauptstadt besetzt ist, dann steigt die Kriegsmüdigkeit richtig schnell, geht hier richtig schnell nach oben. Und dann hat das negative Auswirkungen, die die Unruhen erhöhen und die würden unser Land einfach sehr destabilisieren. Wenn wir eine geringe Stabilität haben, drohen Katastrophen, zum Beispiel Bauernkriege, Bürgerkriege, Revolten, später noch Glaubenskriege, alles mögliche. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Stabilität mindestens 0 ist, am besten immer positiv. Denn je höher die Stabilität, desto bessere Auswirkungen hat sie auf das Ganze. Ich werde deswegen mal ein bisschen die Zeit laufen lassen, dass wir ein paar Machtpunkte sammeln. Wundert euch nicht, dass es jetzt hier verschiedenste Ereignisse gibt, und auch hier oben die reinfliegen, das habe ich euch ja schon alles mal erklärt. So, was sehen wir hier noch? Die Überdehnung, das ist auch noch ein wichtiger Wert. Bei der Überdehnung ist es so, wenn wir ein anderes Land angreifen und Gebiete erobern, dann bekommen wir für einen gewissen Zeitraum Überdehnung für Provinzen, die uns eigentlich nicht rechtmäßig gehören. Wir müssen diese Provinzen erst dann verwaltungstechnisch zu unserem Reich werden lassen. Dafür müssen wir administrative Machtpunkte ausgeben. Und dann können wir wieder die Überdehnung senken. Das dauert dann meistens einige Monate, teilweise mal ein Jahr oder zwei Jahre. Dann ist das abgeschlossen, diese Arbeit, wo wir die administrativen Punkte ausgegeben haben. Dann ist die Überdehnung wieder auf 0. Je höher die Überdehnung, desto schlechter sind dann auch die Auswirkungen, die es hier gibt bei den einzelnen Provinzen. Wieder hin bis zu erhöhten Unruhen, erhöhter Korruption und so weiter und so fort. Alles, was negative Auswirkungen hätte. So, hier können wir jetzt zum Beispiel einfach mal die 100 administrative Macht investieren für eine höhere Stabilität. Derzeit sehen wir nämlich nicht, was uns die Stabilität bringt, beziehungsweise die bringt uns gar nichts. Also die macht jetzt nichts schlechter oder besser, es ist einfach der Wert 0. Wir erhöhen jetzt mal auf 1 und jetzt sehen wir plötzlich, okay, durch den Wert 1 erhöht sich unser Handelseinfluss, wir haben eine bessere Spionageabwehr, ein geringeres Unruhenrisiko, bessere Steuereinnahmen, die Missionarsstärke ist auch erhöht, die Korruption sinkt jährlich Stück für Stück und die Institutionsverbreitung, die erhöht sich. Da fällt mir ein, das ist auch noch was ich tatsächlich noch nachliefern müsste. Das Thema Institution werde ich gleich noch ergänzen. Das gehört nämlich zum Bereich Technologien vom letzten Teil, von Teil 2. Da werde ich gleich noch was dazu erwähnen. Ihr seht jetzt aber auch die Kosten der Stabilität plus 50%, die sind dann also erhöht. Das heißt, wenn wir jetzt Stufe 2 der Stabilität wollen, dann kostet es nicht mehr 100, sondern 150 administrative Macht. Und Stufe 3 ist dann eben nochmal teurer, weil es aber dann auch nochmal bessere Boni bringt. Hier sehen wir dann die unterschiedlichen Staaten. Das habe ich ja im ersten Teil schon mal erklärt, dass wir zwei Staaten haben hier. Und wir können derzeit maximal 12 Staaten haben. Die Staaten, die ernennt man auch wieder durch mit Hilfe von administrativer Macht. Und das bringt einfach Folgendes: Wenn man Staaten, also Provinzen zu Staaten macht und dann Kernprovinzen aus diesen Provinzen wiederum macht, verdient man einfach mehr Geld. Dann ist das einfach schon besser im Verwaltungsapparat sozusagen eingegliedert. Wenn man aber mal ein großes Land ist und man kommt an das Limit und kann nicht mehr als 12 Staaten haben, dann sind die restlichen Provinzen und Staaten offiziell einfach Territorien. Damit verdient man dann deutlich weniger Geld, das bringt einem weniger Rekrutenreserve, aber
Ja, es ist einfach noch Teil des Landes. Genau. Hier drüben sehen wir noch Kolonialreichweite und wie schnell eine Kolonie wachsen würde, wenn wir welche hätten. Das ist jetzt für uns etwas weniger interessant. So, was ich jetzt einmal noch nachliefern möchte im Bereich Technologie, was ich vergessen hatte, ist die Institution. Das ist auch etwas, das gab es früher nicht, das wurde auch eingeführt in Europa Universalis 4. Und zwar gibt es hier oben ein Symbol zum Thema Institution. Es kommt immer wieder vor, dass eine sogenannte Institution triggert, also dass die als, ich sage jetzt mal, großes Event kommt. Was wir schon haben, ist der Feudalismus. 1066 wurde hier mal gesagt. Die Renaissance, die kann oder die kommt dann ab 1450 im Normalfall. Und ab dem Zeitpunkt gibt es dann die Möglichkeit, dass wir sie fördern können. Die verbreitet sich dann langsam. Bei jeder Institution gibt es immer eine Startprovinz, wo sie startet. Die Renaissance meistens irgendwo in Norditalien zum Beispiel. Der Kolonialismus in Spanien oder England, einfach wo es auch historisch passend ist. Je weiter die Startpunkte weg sind, desto länger dauert es, bis die Institution, ich sage jetzt mal, auf natürlichem Wege zu uns kommt. Am Ende, wenn sie schon ein bisschen bei uns da ist, können wir den Rest noch durch Geld fördern. Aber man muss auch immer warten, bis ein gewisser Anteil der Institution schon unser Land erreicht hat. Wieso sollte man die Institution fördern? Wenn man das nicht tut und einfach nur wartet, dann erhöht sich der Technologiemalus hier oben jedes Jahr Stück für Stück. Dadurch wird es dann teurer, hier Technologien in ja, die nächste Stufe freizuschalten und kostet mehr Machtpunkte, die wir hier oben haben. Derzeit ist er bei 0%, weil wir derzeit keine aktive, getriggerte Institution haben. Wie gesagt, die Renaissance kommt erst noch, danach dann eben der Kolonialismus. Und neben dem Vorteil, dass man dann keinen Technologiemalus hat, wenn man die gefördert hat, bekommt man auch noch jeweils einen Boni, zum Beispiel erhöhten Provinzeinfluss, geringere Stabilitätskosten, einen zusätzlichen Händler und so weiter und so fort. Also, so viel noch zum Thema Institutionen. Das kann man dann auch extra hier auf der Karte sehen. Rot bedeutet, man hat die Institution, die man hier ausgewählt hat, noch nicht gefördert. Grün, in dieser Provinz ist sie schon gefördert. Also beim Feudalismus ist natürlich überall schon gefördert, weil das einfach eine ganz alte, ja, Institution sozusagen ist. Gut, aber wir waren hier stehen geblieben und hier waren wir eigentlich auch fertig. Hier unten würde man jetzt mögliche Rebellenaufstände sehen, wenn es zu Unruhen kommen würde, was wir jetzt aber in dem Fall nicht haben. Aber hier könnte man dann auch sehen, wie stark ungefähr dieser Aufstand werden wird, also zum Beispiel, dass 10.000 Bauern sich erheben, gegen die man dann kämpfen müsste. Kommen wir zum Bereich Religion. Da kann man nicht allzu viel machen, da kann man nur ein paar Sachen sehen, die jetzt nicht so extrem wichtig sind. Unsere Hauptreligion hier ist jetzt eben katholisch, die ist natürlich dann auch anerkannt. Das ist unsere Toleranz zum wahren Glauben, den wir eben anerkennen. Und dann gibt es noch Toleranz zu Heretikern. Das ist in diesem Fall orthodox und koptisch. Das heißt, die sind auch, ja, christlich. Dazu kommt dann später noch der Protestantismus. Aber sie werden halt als Häresie gesehen, also nicht der wahre Glaube. Sie sind aber keine anderen Religionen. Das heißt, das wird hier nochmal unterschieden. Das andere ist dann alle anderen Regionen oder auch hier in dem Spiel als Ungläubige bezeichnet, immer natürlich aus der Sicht, aus der rollenspielerischen Sicht des Landes. Die werden dann hier noch aufgezählt und wie die Toleranz dazu jeweils ist. Also man kann auch ein Land, das total tolerant gegenüber anderen Religionen ist, spielen, wenn man das dann Stück für Stück so einstellt. Hier als Katholik kann man zum Beispiel dann sehen, ob man Kardinäle hat beim Papst und ob man selbst eventuell Papst ist, und man kann auch Verteidiger des Glaubens werden, wenn man das auswählt. Das kostet auch 500 Gold, bekommt man einige Vorteile, zum Beispiel kämpft die Moral besser. Man hat zusätzliche Missionare und so weiter, aber wenn ein katholisches Land von einem nicht-katholischen Land angegriffen wird, dann wird man meistens zu den Waffen gerufen und müsste als Verteidiger des Glaubens eben helfen oder ablehnen, was einen dann eben eine Rufschädigung bringt. So, bei den Katholiken ist das Besondere, dass es den Papst gibt. Das wird hier dargestellt, hier unten durch dieses Symbol, durch den Vatikan. Das machen wir mal auf. Hier sehen wir jetzt, wer derzeit der Kontrolleur der Kurie ist. Das ist tatsächlich derzeit der Papststaat oder der Kirchenstaat. Das muss nicht immer so sein. Auch die anderen Länder, die jetzt, ja, Zeit und Anstrengungen investieren in ihre Kardinäle, haben die Chance, einen Papst zu stellen. Also Mailand, Frankreich, selbst wir könnten das machen. Nur derzeit nicht.
Also derzeit haben diese Länder, die wir hier sehen, mit den Flaggen jeweils, Mailand, Frankreich, England, Möglichkeiten, eventuell mal den Papst zu stellen. Da sehen wir hier rechts die Chancen. Derzeit 0%. Das liegt daran, dass man Papsteinfluss, den man monatlich bekommt, den bekommen wir auch, den können diese Länder dafür nutzen und investieren, dass sie eine höhere Chance bekommen, den Papst zu stellen. Ansonsten hat immer der Kirchenstaat einen besonderen Vorteil, logischerweise. Man kann aber auch den Papsteinfluss dann für besondere Boni hier nutzen. Wenn man 50 Papsteinfluss hat, kann man zum Beispiel verbesserte Steuereinnahmen haben, höhere Legitimität und so weiter und so fort. Ihr seht das jetzt hier alles mal, was es dann hier noch für Vorteile gibt, die man sich dadurch holen kann, durch ja, den katholischen Glauben und den Papst in dem Fall. Die Protestanten haben wieder andere Vorteile, genauso wie die ganzen anderen Religionen, die es in dem Spiel gibt. Es gibt viele verschiedene Vor- und Nachteile, die würden aber jetzt dieses Tutorial sprengen, deswegen habe ich jetzt in dem Fall nur mal kurz die Katholiken noch erklärt, denn in Europa zu Beginn des Spiels sind sehr, sehr viele Länder katholisch, hier rechts sind dann viele orthodox und der Rest hier sind sehr stark sunnitisch und schiitisch, also der Islam, vom Islam geprägt. So, genau, das zum Thema Religionen. Hin und wieder kann es dann vorkommen, dass es auch mal, dass wir als Land auch einen Kardinal stellen. Das bringt uns bessere Beziehungen und höheren Papsteinfluss und dann auch die Möglichkeit, selbst Papst zu werden. Also dieser Kardinal kann dann Papst werden. Ich lasse nebenbei mal ein bisschen die Zeit laufen, weil ich dann nochmal was anderes zeigen möchte eventuell. Dafür werde ich die Armee hier mal kurz noch wegbewegen und den Militärzugang mit Ansbach wieder aufkündigen. Aber dazu dann später mehr. Wir schauen uns jetzt nämlich so ein bisschen das Militär noch nicht an. Das schauen wir uns nämlich gleich an. Ich möchte vorher noch hier den letzten Reiter euch schon mal vorab erklären. Die Stände. Die Stände, ich glaube, die müssten mittlerweile auch im Grundspiel eingefügt sein, wenn ich mich nicht täusche. In unserem Land gibt es verschiedene Stände. Den Adel, die Bürgerschicht und den Klerus. Die unterscheiden sich jeweils. Der Adel bringt uns Vorteile, zum Beispiel eine höhere Rekrutenreserve. Das habe ich im ersten Teil erwähnt, was die uns bringt. Die Bürger würden die Handelseffizienz und damit den Handel erhöhen. Der Klerus die Steuereinnahmen. Das ist aber nicht alles. Sie könnten uns noch mehr Vorteile bringen. Man sieht hier jetzt ihre Loyalität. Die ist derzeit 50. Das ist der Standardwert. Der verändert sich normalerweise jetzt nicht monatlich. Der bleibt bei 50. Und wenn er über 50 ist, dann sinkt er monatlich immer Stück für Stück auf 50 herunter. Ist er unter 50 aus irgendwelchen Gründen, dann steigt er, bis er auf dem Wert 50 ist. Beim Wert 50, das ist so der Durchschnittswert, hat man eben diese Vorteile hier. Keine großen Nachteile, aber auch nicht andere Vorteile. Ich kann jetzt, wir sehen jetzt hier dann auch noch den Einfluss der jeweiligen Stände. Der Adel hat zum Beispiel sehr viel Einfluss. Man muss aufpassen, dass die verschiedenen Stände nicht zu viel Einfluss bekommen. Einfluss erhalten die Stände, indem sie Land haben. Einzelne Provinzen, die jetzt unter deren Kontrolle stehen. Können wir mal kurz schauen, ob wir da irgendwo ein gutes Beispiel sehen. Ja, hier habe ich jetzt mal Straubing als Provinz ausgewählt. Wenn ich jetzt hier mit der Maus runtergehe, seht ihr hier Stände. Straubing steht unter dem Einfluss des Klerus. Das heißt, das bringt ihm Einfluss. Und gleichzeitig, wenn wir die Provinz einem Stand geben, in dem Fall dem Klerus, was jetzt hier schon getan wurde in der Vergangenheit, würde das die Loyalität des Klerus erhöhen. In München ist zum Beispiel kein Stand. Dadurch kriegen wir auch noch ganz gut Geld. In Straubing ist es nämlich so, dass durch den Stand die Autonomie des Landes, also das die Provinz ist etwas unabhängiger, dadurch bekommen wir geringere Steuereinnahmen und geringere Produktionseinkünfte. Aber dafür hat der Klerus eben Einfluss und ist etwas zufriedener, beziehungsweise bringt uns andere Vorteile noch. In Ingolstadt ist zum Beispiel der Adel eine starke Fraktion. Das sehen wir dann hier auch nochmal, wie viel Land sie jeweils besitzen. Und jetzt habe ich jetzt hier Interaktionsmöglichkeiten. Beim Adel kann ich zum Beispiel das Parlament einberufen, da würden wir jetzt 5 Prestige leider verlieren, aber dadurch würden wir 15 Loyalität gewinnen, was gut wäre, aber wir würden auch 10 Einfluss gewinnen, oder der Adel gewinnt dadurch 10 Einfluss, was schlecht wäre. Trotzdem mache ich das jetzt mal, um euch das zu zeigen. Ihr habt jetzt gemerkt, jetzt ist nicht nur plus 20% Rekrutenreserve, sondern auch noch der Unterhalt unserer Armee ist dadurch jetzt bei minus 10%. Wir sparen uns also Geld.
und die Loyalität ist erhöht, aber auch der Einfluss hier ist derzeit erhöht. Wenn der Einfluss bei 100% ist, birgt das das Risiko, dass der Adel versucht, die Macht im Land zu ergreifen, und das kann dann zu großen Problemen führen. Aber ansonsten bietet das Vorteile. Man kann jetzt aber auch einen General aus dem Adel rekrutieren oder militärische Macht. Dadurch verliert man wieder Loyalität, bekommen Minister oder zusätzliche Rekrutenreserve. Kann man alles jeweils hier noch machen, gibt dann auch für die Bürger spezielle Interaktionsmöglichkeiten, die man machen kann. Auch hier kann ich die Loyalität und den Einfluss erhöhen, was uns dann jetzt zum Beispiel auch die Entwicklungskosten senkt für Provinzen. Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Und beim Klerus gibt es eben ähnliche Möglichkeiten, zum Beispiel, dass wir Papsteinfluss zusätzlichen erhalten. So viel noch zu den Ständen. Jetzt wollen wir uns noch in dieser Folge mit dem Militär beschäftigen. Davor möchte ich aber auch nochmal kurz eine Besonderheit bei dem Spiel zeigen. Und zwar, dass es regelmäßig Events gibt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Event und das können wir uns mal kurz anschauen. Events können auch deutlich länger sein, da steht dann manchmal auch ein Riesentext, den man vorlesen kann oder sich anschauen kann, der sehr interessant teilweise ist. Das ist jetzt einfach nur ein ganz kurzes Event, der Tod eines Händlers. Einer der größten und reichsten Männer in Bayern ist ohne Nachfolger gestorben. Er war dafür bekannt, ein Schirmherr für Religion und Kunst zu sein. Jetzt müssen wir als Herrscher, als Herzog entscheiden, was wir jetzt machen wollen. Der Staat braucht das Geld, wir würden also Geld bekommen. Oder wir verwenden das Geld, wie es der Händler getan hätte. Dann würden wir einen Berater bekommen, den wir anheuern könnten, der nur die Hälfte kostet. Und dadurch würden wir auch Prestige erhalten. Ich werde mich jetzt mal für das Letztere entscheiden. Und jetzt seht ihr es hier. Der hier ist jetzt aufgetaucht, Clemens August Klingensberg. Der kostet jetzt nur 0,5 Dukaten und damit können wir uns den tatsächlich leisten. Ungefähr, hoffe ich. Und der würde jetzt die Unruhe zum Beispiel noch weiter senken, was wir jetzt eigentlich nicht bräuchten, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und solche Entscheidungen kommen immer wieder, die dann besondere Auswirkungen haben. Das waren jetzt kleine Auswirkungen in der Entscheidung, das können aber auch ganz große Auswirkungen sein. So, aber jetzt wollen wir, wie angekündigt, zum Militär noch kommen. Hier sehen wir oben, welche Einheiten wir derzeit haben. Es gibt Infanterie, das sind also die Fußsoldaten, die Kavallerie, die zu Pferde kämpfen, und die Artillerie mit den Kanonen. Im Jahr 1446, wo wir derzeit sind, ja, sind die Kanonen noch nicht so verbreitet. Die gibt es also bei uns derzeit noch nicht. Dafür bräuchten wir die militärische Technologie 7. Sobald wir die erforscht haben, im Laufe der Zeit, das ist dann irgendwann im 16. Jahrhundert, können wir die ersten Kanonen bauen und die dann auch verbessern. Stück für Stück mit erhöhter militärischer Technologie, zum Beispiel wenn wir jetzt hier irgendwann auf militärische Stufe 5 kommen, wir sind derzeit auf 3, können wir hier neue Einheiten auswählen, die besser sind. Derzeit haben wir hier die Hellebarden-Infanterie, also noch so eine mittelalterliche Einheit. Die hat einfach den folgenden Modifikator, keinen Punkt beim Fernkampf, logisch, das sind ja Nahkämpfer, einen offensiven Punkt im Nahkampf und einen Moralpunkt, und zwar offensiv. Wenn wir jetzt die nächste militärische Technologie 5 erforscht haben, dann können wir uns entscheiden zwischen Waffenträgern und Langbogenschützen. Das wird dann die neue Infanterieeinheit bei uns. Die alte Mittelalter oder die alte Einheit wird einfach abgelöst durch die neue, bessere Einheit. Und jetzt können wir uns entscheiden, die Waffenträger haben zum Beispiel Offensiv- und Defensivmoral jeweils einen Punkt und Defensiv-Nahkampf einen Punkt. Die Langbogenschützen sind offensiver. Sie haben die gleiche Punktzahl, aber eben sind stärker offensiv ausgelegt. Also wenn wir jemand sind, der stärker angreift, dann machen die Langbogenschützen mehr Sinn. Und Stück für Stück kann man so seine Einheiten verbessern. Die bekommen dann immer mehr Punkte im Laufe der Zeit. Dann kommen wir zum Beispiel irgendwann auch mal zu Napoleons Quadrat. Das ist jetzt hier so die beste mögliche Infanterieeinheit, die dann überall sehr viele Punkte hat und dann schon deutlich besser kämpft als die Einheiten hier. Das gleiche geht bei der Kavallerie und dann eben auch bei den Kanonen, die wir derzeit aber noch nicht auswählen können. Die Werte hier alle sind sehr irrelevant, würde ich mal behaupten, sind nicht so wichtig für die Grundlagen. Das hier schon wieder etwas interessanter, die verschiedenen Werte. Militärtaktik, ist ein Wert, der hilft, wobei ich dann nie so, den kann man nicht so gut beeinflussen. Der steigt, glaube ich, nur durch Technologien.
Disziplin hingegen kann man selbst beeinflussen, mit Hilfe eines Beraters, mit Richtlinien, mit Ideen. Der Basiswert ist 100%, aber man kann es eben auch erhöhen auf 110%, 115%. Je höher die Disziplin, desto besser kämpfen die Truppen. Ein ebenso wichtiger Wert ist die Moral, hier rechts daneben. Je höher dieser Wert ist, kann man auch wieder erhöhen durch Berater oder anderes, desto besser kämpfen die Truppen. Hier haben wir auch noch einen sehr wichtigen Wert, die sogenannte Armeetradition. Da ist der Maximalwert 100. Der steigt in dem Fall pro Jahr, beziehungsweise kann auch pro Jahr sinken. Je höher der Wert ist, desto wahrscheinlicher können wir richtig gute Generäle rekrutieren. Je niedriger der Wert ist, desto schlechter sind unsere Generäle, die wir hier rekrutieren können. Ansonsten ist noch sehr wichtig hier das Einheitenlimit der Armee. Ihr seht hier, unser derzeitiges Einheitenlimit ist 11 und wir haben derzeit 9 Einheiten. Das wird uns hier auch gezeigt. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Wir können bis zu 11 Einheiten haben, ohne dass wir einen finanziellen Nachteil bekommen. Wenn wir jetzt aber 12 Einheiten haben, dann würde das extra Kosten verursachen, die wirklich sehr, sehr hoch sind. Also das sollte man vor allem bei einem kleinen Land nicht machen, dass man über das Einheitenlimit hinausgeht. Höchstens nur mal ganz kurz und dann wieder unter, also höchstens auf das Einheitenlimit gehen. Die restlichen Werte hier sind etwas weniger interessant. Gefechtsbreite, das steigt auch durch Technologien zum Beispiel. Das gleiche gibt es auch noch für die Flotte, Einheitenlimit und Flottenmoral. Für Bayern jetzt etwas uninteressant. Die Effizienz bei unseren Belagerungen, wie gut wir dabei sozusagen sind, wie viele aktive Festungen wir haben. Man kann Festungen nämlich auch stilllegen. Das mache ich jetzt zum Beispiel mal. Jetzt wird das hier auch rot angezeigt. Dann sparen wir uns Geld. Es kostet nur die Hälfte, also nur einen halben Dukaten. Dafür haben wir dann aber jetzt hier auch derzeit keine Garnison. Wenn es jetzt zum Krieg kommt, würde sich die Garnison, wenn wir jetzt die Festung wieder bemannen, erst langsam wieder auffüllen. Das würde wieder dauern. Der Normalwert wäre bei 2000 Mann bei einer Stufe 2 Festung hier, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und das dauert dann eben. Deswegen sollte man immer nachdenken, ob man die Festungen bemannt lässt oder eben nicht bemannt lässt. So, genau. Jetzt haben wir uns hier alles angeschaut. Hier unten kann man Generäle rekrutieren. Das kostet, ein General kostet 50 militärische Macht, wenn man den rekrutieren möchte. Ein Admiral zu See kostet 50 diplomatische Macht. Man kann aber auch den Herrscher, also in unserem Fall den Herzog, zum Anführer machen. Das kostet kein Geld, aber die Gefahr ist eben, dass der Herzog im Kampf stirbt. Das gleiche kann man auch kostenlos mit dem Nachfolger machen, aber auch hier ist die Gefahr, dass der Nachfolger im Kampf stirbt. Die Herrscher haben dann besondere Eigenschaften. Je nachdem haben sie Punkte, je nachdem wie gut sie sind im Fernkampf, Nahkampf, Manöver. Also je besser sie laufen können, je schneller die Armee ist, das ist der Manöverwert. Und Belagerung. Ich glaube, die anderen Werte sind selbstverständlich. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Herzog mal zum General gemacht. Und zum Vergleich tun wir jetzt einfach auch mal noch einen General richtig rekrutieren für 50 militärische Macht. Das ist jetzt hier weggegangen. Das ist interessant. Der hat jetzt überall 0 Punkte, außer im Fernkampf, da hat er 4 Punkte. Ludwig Asch. Wir schauen uns jetzt die Armee an. Die wähle ich einfach hier linksklick rüberziehen aus. Und kann ich auch nah ranzoomen. Dann sehen wir hier derzeit noch diese Hellebarden-Soldaten und später sehen die dann auch anders aus. Hier sehen wir die Armee von München. Da kann ich auch den Titel ändern, wenn ich möchte, wenn ich die Armee umbenennen möchte. Und hier steht jetzt derzeit kein Anführer. Ich klicke links drauf. Dann haben wir jetzt die Auswahl zwischen unserem Herzog und Ludwig Asch als General. So, am Anfang haben wir ja, soweit wir wissen, nur Nahkampf Einheiten. Das heißt, dann würde ja Ludwig Asch mit seinen 4 Fernkampfpunkten keinen Sinn machen, weswegen jetzt unser Herzog ein guter General wäre. Mit dem Stern hier sieht man, dass ein General bei der Armee ist. Ein General kann zwischen 1 und 3 Sternen haben. 3 Sterne ist sozusagen der beste General. Der hat dann deutlich bessere Werte in Fernkampf, Nahkampf, Manöver und Belagerung. Die werden dann deutlich höher. Also unser Herzog ist schon mal jetzt nicht der beste General. Hier sehen wir jetzt, wie unsere Armee sich zusammenstellt. In Infanterie, das ist auch dieses Symbol wieder, und in Kavallerie dieses Symbol. 7000 Infanteristen, 2000 Kavalleristen und 0 Artillerie, 0 Kanonen, weil es ja noch nicht erforscht ist. Kann ich hier auch runterscrollen, dann sehe ich das nochmal einzeln. Jetzt habe ich hier Möglichkeiten, mit den Pfeilen kann ich eine neue Einheit zusammenstellen, mache ich mal. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine Einheit mit 1000 oder mit 2000 Infanteristen und 1000 Kavalleristen als kleinere Armee. Die soll jetzt auch einen Anführer bekommen, Ludwig Asch, und die schicke ich jetzt nach Regensburg.
Mit Rechtsklick kann ich jetzt die Armee einfach hier rüber schicken. Jetzt lasse ich die Zeit laufen. Übrigens, falls ihr euch wundert, wie ich das gerade gemacht habe, mit der Leertaste kann man auch die Pause rein- oder rausnehmen. Jetzt seht ihr, ich habe die Armee aufgeteilt. Ganz einfach geht das, ohne Probleme. Und man kann auch die Armee dann ganz einfach wieder zusammenfügen. Ich lasse jetzt mal wieder hier die Armee hinlaufen. Und jetzt kann ich... Jetzt gibt es hier noch ein paar Optionen, die sind aber zu kompliziert, um die jetzt in einem Grundlagentutorial zu erklären. Wenn ich jetzt aber beide wieder einfach so, die stehen jetzt übereinander nehme, kann ich jetzt hier durch ausgewählte Einheit zu einer Einheit zusammenfassen, wieder beide zu einer Armee machen. Und dann haben wir auch nur noch einen General, der sie anführt. Genau, dann gibt es hier noch viele Optionen, aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit gehen, die ganz genau zu erklären. Die sind auch meistens am Anfang gar nicht wichtig. Hier ist vielleicht noch ganz interessant, man kann hier angeben, dass man möchte oder dass man erlaubt, dass sich befreundete Armeen, zum Beispiel Verbündete in einem Krieg, dieser Armee anschließen. Kann ich jetzt auswählen, kann ich aber auch wieder abwählen. So, aber jetzt wollte ich euch doch auch mal einen Krieg zeigen, zum Ende dieses Teils des Tutorials. Bei Ansbach, ihr erinnert euch vielleicht, haben wir bei Untergeheimdienste-Aktionen in der Diplomatie ein Spionagenetzwerk aufgebaut. Das seht ihr jetzt hier oben rechts. Das hat jetzt einen Wert von 26,62 erreicht. Wir brauchen ja nur einen Wert von 20, das steht hier, um einen Anspruch auf Ansbach zu fingieren. Das machen wir jetzt. Und jetzt mit der Leertaste lasse ich kurz die Zeit vergehen. Jetzt steht hier, wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen Ansbach. Wir wurden beauftragt, bestimmte Provinzen zu erobern. Wir haben auch derzeit einen Diplomaten frei, seht ihr hier und hier. Und jetzt mache ich Linksklick auf Ansbach, dann wähle ich hier das wieder aus. Wo ich jetzt verschiedene Provinzinformationen auch noch sehen kann. Das schauen wir uns nochmal in einem extra Teil an. Aber hier kann ich jetzt wieder auf Diplomatie gehen und Krieg erklären. Das ist jetzt auch noch was Wichtiges. Wie erkläre ich den Krieg und was ist zu beachten? Wenn ich jetzt hier den Krieg erkläre, wähle ich erstmal den Kriegsgrund aus. Wir haben jetzt nur einen Kriegsgrund, die Eroberung von Ansbach. Das können auch mal andere Kriegsgründe sein. Zum Beispiel bei Augsburg gibt es noch den Kriegsgrund Rivalen erniedrigen. Wenn ich diesen Kriegsgrund auswähle, kann ich Augsburg am Ende, wenn ich sie besiegt habe, nicht erobern. Das ist ganz wichtig, sondern ich bekomme einfach nur Prestige und vor allem Machtprojektion, weil ich sie einfach demütige und sie verlieren Prestige und Machtprojektion. Hier will ich jetzt aber Ansbach erobern. Was ist wichtig? Ansbach hat Verbündete. Die sehen wir hier, die feindlichen Verbündeten. Sie sind verbündet mit Augsburg, Pfalz, Salzburg und Nürnberg. Und durch den Pfeil sehen wir, dass alle Verbündeten ja, Ansbach beistehen werden. Durch ein rotes X, das würde bedeuten, dass sie nicht helfen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei unseren Verbündeten. Die beiden würden uns nicht helfen, einfach weil wir erst vor kurzem das Bündnis geschlossen haben. Da brauchen wir noch mehr Gefälligkeiten. Gefälligkeiten, die erhöhen sich im Laufe des Spiels einfach durch Zeitablauf, weil man ein Bündnis jetzt schon viele Jahre hat. Oder wenn man den anderen Ländern hilft in Kriegen, würden sich auch die Gefälligkeiten erhöhen. Wenn man einen Wert von mindestens 10 hat, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass die Verbündeten einem in einem Krieg helfen, in einem Offensivkrieg. Wenn man aber angegriffen wird, dann helfen einem die Verbündeten immer automatisch, außer sie sind verräterisch. So, wenn ich jetzt hier noch den Haken übrigens reinmache, bedeutet das, dass Augsburg dann auch noch ein richtiges Kriegsziel ist. Das heißt, ich könnte auch mit geringeren Kosten dann, wenn ich Augsburg besiege, sie erobern. Aber das bedeutet auch noch, durch den Haken hier rein kann Augsburg seine Verbündeten, die es ja nochmal extra hat, auch noch zum Krieg hinzurufen. Das machen wir natürlich nicht. Einfach für Demonstrationszwecke werde ich jetzt mal den Krieg erklären. In so einer Situation würde ich niemals den Krieg erklären, weil wir keine Verbündeten haben, die uns helfen. Wir haben nur 9000 Mann und der Feind hat neben seinen 4000 Mann, die ja eigentlich schwächer sind als unsere, ja ganze 4 Verbündete, die viel stärker sind. Jetzt habe ich aber den Krieg erklärt. Hier unten sehen wir jetzt ein Symbol, das zeigt uns einige Kriegsstatistiken an. Wie sieht's aus? Jetzt lasse ich mal die Zeit ein bisschen laufen. Mal einen Tag und wir sehen, zack, alle 4 Verbündete haben akzeptiert und sind jetzt mit als Gegner im Krieg. Jetzt kann ich mit Linksklick hier wieder drüber ziehen, die Armee auswählen und mit Rechtsklick nach Ansbach marschieren. In gegnerisches Gebiet, wenn man das Krieg erklärt hat, wenn man den Krieg erklärt hat, kann man auch natürlich reinmarschieren, macht ja Sinn. Den Militärzugang habe ich übrigens wieder widerrufen. Hier sieht man jetzt, dass man einen Überquerungsmalus hat, weil man über einen Fluss, glaube ich, in dem Fall marschiert. Genau, überquert einen Fluss, wird uns jetzt hier angezeigt. Den sehen wir übrigens auch hier, den Fluss. Das heißt, wir haben einen Nachteil, der Feind einen Vorteil. Jetzt lassen wir mal kurz die Zeit ablaufen.
Das dauert nämlich einige Zeit, das können wir hier sehen. Kommt in Ansbach am 3. Juni 1446 an. Wir haben derzeit den 30. Mai. Wir warten jetzt mal bis zum 3. Juni. Ja, na, jetzt haben wir es. Sowohl. Und jetzt sehen wir den Schlachtbildschirm. Das sehen wir, das ist sehr viel durch Würfelglück sozusagen. Wie gut unsere Generäle und wie gut die Schlacht einfach läuft. Derzeit sehr hohe Werte. Hier haben wir immer durchgängig diesen Überquerungsmalus. Und der feindliche General hat zum Beispiel einen sehr guten Fernkampfwert noch automatisch. Derzeit sind wir überlegen, allein von unserer Truppenstärke. Wir haben mehr Männer, was uns einen Vorteil bringt. Der Feind hat aber zum Beispiel einen geringeren oder einen geringer, besseren Moralwert hier. 2,7 zu 2,6. Das heißt, da ist die feindliche Armee schon mal ein bisschen besser als wir. Unser Problem ist jetzt, dass wir die Schlacht wahrscheinlich deswegen verlieren werden, weil die Verbündeten von Ansbach kommen. Das seht ihr hier. Die Pfalz kommt mit 6000 Mann am 11. Juni an. Jetzt lasse ich mal die Zeit auf der geringsten Geschwindigkeit weiterlaufen. Und jetzt seht ihr gleich, zack, das sind Zahlen. Das bedeutet, so viele Männer sind gerade in der Schlacht gestorben. Auf der jeweiligen Seite sehen wir das. Also jetzt zum Beispiel mehr auf Ansbachs Seite. Das ist jetzt sehr gut für uns derzeit. Aber jetzt kommen eben gleich am 11. Juni noch die Pfälzer dazu. Was wichtig ist, ist dieser Moralbalken. Wenn hier die Moral ganz nach links sinkt, also dass nur noch rot ist und kein grüner Balken mehr vorhanden ist, dann bedeutet das, dass die Armee sehr bald fliehen wird und sich zurückzieht oder sogar völlig besiegt wird. Da muss man immer drauf achten sozusagen oder sich notfalls schon vorher zurückziehen, wenn man sieht, oh, das wird nichts mehr. Derzeit sieht die Schlacht sehr gut für uns aus, aber jetzt ist es passiert. Die Pfalz ist dazugekommen und die anderen Verbündeten kommen auch noch hinzu. Deswegen werden wir diese Schlacht hier jetzt verlieren. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Unsere Moralbalken, der sinkt immer weiter. Es wird immer schwieriger. Wir haben höhere Verluste. Der Feind hat einfach viel mehr Männer und wir verlieren immer mehr. Und jetzt mussten wir uns automatisch zurückziehen. Wir haben diese Schlacht verloren. Wir haben dadurch geringeren Kriegsstand. Hier sehen wir die Verlustzahlen in einem Bericht. Und ja, hier wird jetzt zum Beispiel eine unserer Festungen in Landshut besetzt von Salzburg, auch ein Kriegsverbündeter von Ansbach. Und hier ist jetzt der Nachteil, dass wir nur 280 Männer haben, weil ich eben mal kurzfristig diese Festung nicht bemannt habe. Und jetzt seht ihr, das rächt sich in dem Fall. Genau. So viel, denke ich, erstmal zum wichtigen Teil Militär noch am Ende dieses Videos. Wie kann ich Militär rekrutieren, können wir noch kurz schauen. In der Provinz gibt es hier die Möglichkeit, Regimenter zu rekrutieren. Linksklick und dann nochmal Linksklick. Dann wird jetzt hier eine Hellebarden-Infanterie am 16. August rekrutiert sein. Außer der Feind marschiert hier vorher rein, dann wird das nichts mehr. Können wir mal kurz testen, ob er das macht. Und ja, hier wird jetzt zum Beispiel unsere Armee noch vernichtet. Wir haben wieder die Schlacht verloren natürlich. Das ist jetzt alles nur für Demonstrationszwecke. So, und da kam jetzt noch eine Armee dazu. Nochmal 1000 Männer, die haben wir gerade rekrutiert gehabt. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier besetzt. Ingolstadt wurde schon besetzt. Da steht keine Festung, deswegen kann man immer innerhalb von einem Monat diese Provinz besetzen. Bei den Festungen in Landshut und München müssen die erst belagert werden. So sieht der Belagerungsbildschirm aus. Da gibt es dann bestimmte Modifikatoren. Wenn man Artillerie hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Belagerung schneller geht. Wenn der Anführer einen besseren Wert hat, geht die Belagerung schneller. Und derzeit ist aber die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass die Festung erobert wird, minus 42%. Der Wert sinkt oder steigt sozusagen ins Positive Stück für Stück. Und wenn er dann mal einen positiven Wert erreicht hat, gibt es eben jeweils immer eine Chance, dass die Festung erobert wird. Gut, aber das war's zu diesem Teil des Grundlagen-Tutorials. Es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Teil geben, wo wir uns nochmal die einzelnen Provinzen genauer anschauen und vielleicht noch einige Punkte ansprechen, die ich bisher jetzt noch nicht ansprechen konnte. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und konntet wieder einiges lernen, vor allem wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.